Willkommen bei einer neuen Runde Halo Spartan Strike. Wir steigen direkt in die zweite Mission ein. Mal schauen, was wir diesmal machen müssen. Ja, mit der Steuerung komme ich jetzt schon auf jeden Fall besser zurecht. Am Anfang war das echt schwierig. Vielleicht ein bisschen blöd von mir, aber okay. Okay, da ist ein Schutzschild. Ich nehme eine Granate. Ja, so langsam habe ich auch meinen Gefallen an Granaten gefunden. Oh, ich Idiot, hätte natürlich diesen Generator zuerst zerstören können, dann wäre es einfacher gewesen. What wollt ihr von mir? Verpisst euch. Faszinierende Gegner, echt. Oh, was mache ich denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich lasse mich hier abballern. Ja, und jetzt ballern sie noch mit dem Turm auf mich. Läuft bei euch. Alter, ich mache euch kalt. Nein, ich werde hier nicht sterben. Nein, nein, nein. Ich würde sagen, ich ziehe mich zurück. So, das ist natürlich das Gute. Energie lädt wieder auf. Wir haben eine neue Chance. Updated. Mach dich kalt, Junge. Ja, immer schön, wenn noch mehr Leute mitmischen wollen. Ha, hat er jetzt seine eigenen Leute abgeballert? Noob, Alter. Vielleicht wird es mal Zeit für eine Granate oder so. Na, ist gerade schwierig hier. Ah, natürlich verwerfe ich mich. Komm, wir versuchen es von hier oben. Erstmal kurz aufladen, ein bisschen wild rumballern und jetzt versuche ich es nochmal mit einer Granate. Komm, komm, komm. Da so. Bam! Genau erwischt. Super. Also Granaten sind hier echt wunderbar. Ob nur für Bosse oder auch für solche Geschütztürme, die sind einfach wunderbar. Ja, geht mal alle schön sterben. Ist mir auch egal. Da haben wir wieder einen Generator, den wir eben hätten zerstören können. Aber wir sind halt blöd, wie scheiße. Ja, wir machen einfach mal weiter. Ihr könnt mir noch alle nicht das Wasser reichen. Hier, fress das. Auch sehr spannend. Bin gespannt, was noch so für Ausrüstung kommt. Die Waffen sind ja relativ vielseitig. Finde ich echt nicht schlecht. So, wir haben die direkt mal im Anschlag hier. Ah, und da haben wir auch schon einen Opfer. So. Aufzug zum anderen Turm. Okay, wir machen das hier mal. Und jetzt müssen wir den Scheiß hier bespritzen anscheinend. Über eine Minute lang. Oh mein Gott. Nein, das ist einfach like Hölle. So. Geh doch sterben, Junge. Geh sterben. Ach, noch mehr von den Idioten. Ja, jetzt krieg ich hier meine Double-Uzis. Alter, dein Ernst. Damn it, Mann. Meine Munition geht mir so langsam aber sicher aus hier. Ich muss mal ein bisschen weggehen. Praktisch, wie viel noch von diesen Bastarden kommen. Immer schön hinter das Schutt geht. Ja, aber wenn man nicht richtig hintersteht. Oh Gott, schon wieder leer oder was? Nee. Passt. Ordentlich Punkte sammeln hier. Alle Gegner töten. Och, da unten hängt noch so ein Idiot. Komm, jetzt habe ich sowieso gleich geschafft. Aber ja, war klar, dass dann noch eine Meute ankommt da oben. Was ist das? Bam. Rehit oder was? Yeah. Dominate, würde ich sagen. Nein. Haben wir es jetzt geschafft? Ja, okay. Wir nehmen jetzt mal diese super langsame Waffe, aber die hat auch irgendwie was. Bam. Warte, die sind alle viel zu einfach hier, die Idioten. Ach, da oben kommt doch auch schon mal was Witzigeres. Oh, der macht mir auch gleich viel mehr Damage. Ich glaube, da muss ich mal eine Granate nehmen. Erstmal näher rankommen hier an den Idioten. So, friss das. Oh, natürlich daneben. Nee, ich habe ihn getroffen. Lol. Läuft. Also das, wenn das ein Boss war, dann ist es einfach viel zu einfach. Wenn man einfach eine Granate draufhauen kann und Ende ist mit Boss, ist einfach... Naja. Ich meine, ich finde es witzig und so, aber mit der Zeit wird es vielleicht ein bisschen zu einfach. Na gut, wir sind ja auch gerade mal in der zweiten Mission, ne? So, hier kommen wir noch nicht durch.
Deswegen gehen wir hier hoch. Ja, diese Schüsse verfolgen einen auch noch. Wie lol ist das denn? What the? Okay, was müssen wir jetzt machen? Ah, okay, wir müssen uns hier was, wir mussten erstmal die Gegend von den Idioten befreien und jetzt Sprengladung holen. Alles klar. Sprengladung ist da hinten. Auf geht's. Natürlich. Ja, der Chief Master macht das schon. So. Und jetzt mache ich den ganzen Scheiß hier mal platt. Was für eine atemberaubende Explosion. Leckt mich doch. Okay, hier ist anscheinend alles frei. What? Elite-Commander. Okay, also wieder ein neuer Boss. Erstmal hier diesen behinderten Turm. Bin auch auf den Sack. Glaube ich, nehme da gleich eine Granate. Anders wird das hier, glaube ich, nicht. Jetzt das. Ah, und schon flüchtet der kleine Idiot. Versteck dich doch nur, du Bastard. Du kleiner. Ah, okay, er ist tot. Was haben wir hier noch für Waffen? Nö. Ja gut, die behalten wir. Granaten einsammeln oder was das auch immer ist. Und jetzt schnappen wir uns mal den Boss. Wir versuchen es bei ihm genauso wieder mit einer Granate. Wenn das auch so einfach geht, dann falle ich vom Glauben ab, Alter. Ich schwöre es, Alter. Ich fall vom Glauben ab. Pass auf, Alter. Da ist er ja. Und bams! Eine Granate und tot ist. Also, ja, okay. Hm. Das war einfach übel easy. Okay, wir sollen schon zurückkehren. Es sind mehrere Feinde auf dem Radar aufgetaucht. Also gibt es noch ein bisschen Gemetzel. Ach, da sind die ja. Fress das, du Lackapfel. Ja, unser Turm ist auch noch da. Mit dem Turm können wir eigentlich mal ein bisschen spielen, würde ich sagen. Ja, komm. Wir spielen ein bisschen mit dem Turm. Habe ich auch noch nicht so oft gemacht. Vielleicht können wir ein bisschen darüber ballern und die Idioten töten. Ah, da unten waren sogar noch welche. Es hat sich schon gelohnt, in den Turm zu steigen. Da unten läuft einer lang. Dich krieg ich. Zack. Bisschen wild umherballern. Immer schön Punkte sammeln. Okay, ich glaube, ich habe alles geplättet. Okay, gehen wir mal weiter. Munition haben wir noch relativ genug, ja. Gehen wir mal hier rüber. Granaten, ja, ja, ja. Passt, passt, passt. Und noch ein paar Idioten. Ach, wieder so ein kleiner Mini-Idiot-Boss. Vom Schuss her halten die viel aus, aber Granaten, Alter, sind die direkt platt. Ja, mal dahin, falls er flüchten will. Zack, verarscht. So, hier unten. Ach, noch so ein Idiot. What the fuck? Stirb. Okay, der hat schon relativ viel ausgehalten. Pussycat, Alter. The hell, ey. The hell. Okay, gleich haben wir es geschafft. Dann sind wir eigentlich auch schon durch. Ich denke mal, da kommt nichts mehr. Ja, wir können jetzt hier nur noch einsteigen. Aber wir schauen mal, was da unten ist. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Munition bringt uns ja jetzt eh nichts, weil die Mission scheinbar vorbei ist. Alles klar, wenn die Mission jetzt vorbei ist und das sieht mir zu 99,9999% aus. Und so ist es. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Bald gibt es die nächste Folge mit der nächsten Mission und immer so weiter. Ich werde jetzt ein bisschen mehr Let's Plays machen, damit ich hier auch mal bei Projekten durchkomme. Also würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Tschüss.